Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diesen BMW der 5er Serie vorstellen, Baujahr 2014. Findet ihr hier in der Kategorie DB Simulationsmods. Ja, hier haben wir auch das gute Stück drin. Wie wir sehen, kostet es hier 35.500 €. Und ja, wir haben hier Leasing 1.810 € zu zahlen. Wir haben hier, steht einmal da, 70 Liter Volumen. Ja, ich schätze mal, vermutlich ist das hier ein falscher Eintrag oder was, keine Ahnung. Müssen wir mal noch schauen, würde ich mal sagen. Ja, 240 km/h soll er schnell sein, also genauer sagen 242 km/h, 70 Liter Tank sollten wir haben. Und wir haben hier eine Leistung von 245 PS, entsprechend hier 180 kW. Wir können uns hier das Kennzeichen ein bisschen ändern, wie wir sehen. Es sind hier ein paar Sachen da, falls wir haben Lust, mit mehreren Leuten zusammenzuspielen auf Multiplayer, dann ist das eine coole Sache. Da kann man sagen, ja du, das ist mein, hast das Kennzeichen nicht angeschaut. Oder hier können wir uns noch eine Anhängerkupplung hier hinzufügen oder wieder entfernen. Ja, die Hauptfarbe können wir uns auch anpassen. Wir haben hier also schöne Metallic-Farben drin, sind zwar ein bisschen dunkel, aber man wird sicherlich was finden, was einem natürlich hier gefällt. Ich habe schon mal das gute Stück schon mal gekauft und schauen wir uns jetzt auch jetzt genauer mal an. Ja, der Mod ist hier mit Simple IC. Wir können hier hinten die Klappe öffnen und schließen. So, die Türen können wir auf- oder zumachen. So, müssen wir mal gucken. So. Gucken, was wir den Punkt mal erwischen. So, Motorhaube leider geht hier nicht auf. Wie wir hier sehen, haben wir hier kein weißes Fadenkreuz hier da. Und dann hier natürlich. So, steigen wir einfach mal ein. Machen wir mal hier die Türe zu. So, sehen wir hier, wenn ich auf und zu mache, leider hier der Griff hier nicht animiert. Schade irgendwie. Wir können jetzt hier drin hier die Leuchten, die kleinen Lesenleuchten hier anmachen oder ausmachen oder hier die große Innenraumleuchte ein- oder ausschalten. Das ist schon mal eine coole Sache. Mehr hat jetzt hier dieser Mod, die ich, soweit ich gesehen habe, hier nichts. Spiegel hier, wie man sehen, sind hier sehr gut eingestellt. Wir starten mal hier. Wir Volllampen an und aus. Karo, oh, wie man sehen, hier leider ist hier ohne Funktion und Drehzahlmesser auch nicht, aber hier die Lichter sind hier schon mal gut beleuchtet. Kommen wir mal hier hinten zurück, testen wir gleich hier mal die Kupplung. Und jetzt hier, man kann sich gut orientieren, wenn man rückwärts fährt. Gehen wir mal zurück, oder bist du nah? Ja, ich war zu nah. So, dann sind wir jetzt hier. Der Thatcher hier funktioniert ganz gut. Ja, haben wir uns im Standard Quietschung drin. Aber wir können jetzt da auch noch jetzt mal spaßhalber hier unseren AW80 mal testen. Mal schauen, was da macht. Ob er sagt, ja, oh, ich möchte auch. Ja, er möchte auch. Wir mal sehen. Lustig irgendwie. So, wenn wir sehen, also er zieht hinten schon ein bisschen weg, wenn man bremsen tut. Dann er mag zwar hier unseren also Wechselgutwagen. Oh, das Licht hier funktioniert auch. Oh, wenn wir mal richtig vorne sind, kann man hinten runterfallen. So, Lampe mal eingeschalten. Schauen wir mal kurz durch. Wie wir hier sehen, hier funktioniert alles tadellos. So, steigen. Mal zurück. Aber gesehen haben wir leider hier keine Achsen so der Boot hier vor. Ja, es ist sicherlich ein netter Wagen, mit dem man gut driften kann, das ist, wenn man hier auch mal ein paar Donuts machen. Also er wird nicht so schnell, er wird eher langsamer. So. Gehen wir mal volles Löhr. Schauen wir mal. Uah. Ah. Da war ich auch ein bisschen flott am Weg.
Schauen wir mal, wie schnell wir werden. ...160 haben wir schon mal drauf. Ja. 190. Ups, das war jetzt hier die Laterne. Ich habe die Kurve irgendwie nicht bekommen. Ja, sollte halt nicht sein, aber ist halt so. Ich denke mal, wir machen jetzt gleich hier an Ort und stelle hier unser Licht fest. Ich nehme auch mal hier bei die Handgelenke mal rein. Ja, da tut mir schon ein bisschen hier wieder... Mit der linken Hand ist schon mal ein bisschen weh, wenn ich hinschaue. Weil so überdehnt, oh, das ist gut. Also hier ist das normale Tagfahrlicht schon mal hier. Mal hier mal linker Test hier, sehen wir jetzt, wie hier funktionieren. Macht auch einen Schein. Mal die Innern sich mal rein. So, jetzt eine Warnkontrolle. Linker, rechter. Gerade hier in der Mitte, hier, dass das bei der Warnkontrolle nicht blinkt. Schade. So, einmal das normale Licht eingeschaltet. Da sind wir jetzt hier. Also leuchtet jetzt so wie auf einem Weihnachtsbaum. Sehr schick, muss ich sagen. Hier unser Fernlicht. So, mit Numbit 6 hier unser Fernlicht schalten. Ausnahmlich mal ran. Schalten mal durch. Einmal F, zweimal, dreimal. Auch haben wir schon ganz gut in Sicht. Schauen wir mal, wie das von vorne ausschaut. Sehr schick, natürlich. So, und würde mal sagen, wir schauen jetzt gleich hier unser Tagesprogramm über und fahren jetzt mal eine kleine Stunde hin, schauen und setzen nochmal hier die Hütte von außen natürlich an. Ja, aber schade, dass hier nicht also einen anderen Sound drin haben. Obwohl der Mod ja doch ziemlich groß ist von den Dateien. Ich glaube, sowas bei den 140 MB, glaube ich, muss ich aber noch mal ganz kurz mal schauen dann. Dann kann ich es natürlich genauer sagen. Also wenn man sieht hier, wenn man bremst, der rutscht dann schon ein bisschen weg. So, ja. So. Außen finde ich, sieht das schon mal sehr schön aus. Vorne her die Niere. So her sieht auch echt cool gemacht aus. Also es wirkt schon ein sehr schickes Modell, muss man dazu auch noch sagen. So, und jetzt schauen wir noch mal ganz kurz, dass ich noch mal das Richtige gesagt habe. Ja, der Mod ist hier 143 MB groß, also ist schon ein bisschen extrem von der Größe her. Cool finde ich natürlich hier, also dass hier die LED-Unterstützung drin ist. So. Nochmal hier das aufmachen, dann schauen wir uns auch vielleicht gleich hier uns die Lok an. So, Lok, was sagt unsere Lok? Ja, die Lok sagt hier, wir haben hier zu große Datei drin, wie man sehen. Den B, wie man sehen. Also, es sollte nur sein, 16.384 KB und die Dateien sind leider hier, mal sehen, hier einiges viel größer. Das sind so Chat. Also ich glaube Schatten oder Spuren oder irgendwas. Das haben wir jetzt hier dreimal dieses Warning drin. Und ja, dann habe ich hier meinen typischen Infocode-Fehler drin. Ja, war es eigentlich so weit, dass wir hier sehen. Dann habe ich hier oben noch meinen typischen Smoke 01 Fehler drin, wie wir sehen. Aber ja, ganz lockfrei ist er leider nicht, wie wir hier sehen, weil die Dateien so groß sind. Es ist kein schlimmer Fehler, aber es ist halt ein Lockfehler und ja, das ist halt leider so. Ja. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Würde mich natürlich freuen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.